Hallo, mein Liebe, und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 8. Der erste Teil war ja schon wahnsinnig intensiv, also zumindest für mich. Ich weiß nicht, wie es für euch war beim Zugucken. Es war wirklich, es war nicht schön. Es war nicht schön. Also, das Spiel ist geil, aber ja. So, und jetzt sind wir auf die alte Frau gestoßen, da wo wir quasi die Demo beginnen. Und ich wollte mal gucken, wie weit wir hier heute kommen. Ich muss mal auf die Uhr schauen. Es ist 11:18 Uhr bei mir. Weil ich muss den ersten Teil ja noch schneiden. Den habt ihr quasi gestern gesehen. Ja? Heute seht ihr den zweiten. Ich würde sagen, wir legen los. Ich habe jetzt, ja. Wir legen los. Ich wünsche euch viel Spaß. Lernen, was das sein soll. Okay, fangen wir mal hier einfach an. Uns hier gründlich umzuschauen. Ich habe jetzt erstmal nur das Messer in der Hand, weil ich denke mal, wir werden hier mit Sicherheit Kisten finden. Und, ja, dann brauche ich nicht immer von der Waffe. Hier steht so viel rum. Hier ist doch irgendwo bestimmt ein Kraut. Nee. Ja, gehen wir mal hier rein. Guten Tag! Die Irre ist hier. Flüssige Chemikalie, schauen wir schon mal. Das ist gut. Oh, große Lykans, sagenhafte Wolfsmonster von einst, der Lykaner, der Wölfe, ja, mögt ihr kommen und uns unser Fleisch nehmen, mögt ihr kommen und uns bei lebendigem Leibe zerreißen. Ist das jetzt eine Frage oder eine Aufforderung? Oder eine Bitte? Oder was ist es? Ja, ich habe leider bis jetzt auch kein Dietrich oder ähnliches gefunden. Oh, ein Kühlschrank. Ich öffne nicht gern Kühlschränke in Horrorspielen. Okay. Arbeiten wir uns hier mal. Haben wir eine Karte? Oh ja. Zoom, ja. Ach, ich muss das Mausrad gedrückt halten. Ah, ja. Okay, gut. Ja, so lernt man jetzt Schritt für Schritt sich in dieses Spiel. So. Ist ja auch alles noch, ich jetzt auf die Karte gucke. Okay, blau ist vollständig erkundet. Genau, dahinter konnten wir noch nicht. Da soll ein Dietrich sein. Wo? Das wäre ja schön. Hab ich echt nicht gefunden? Bin ich so blind? Dietrich wird da. Ach so. Das ist, was da gebraucht wird und nicht, dass da einer ist. Ja. Ach so, okay. Er sagt mir, was ich brauche, um da hinzu. Ja, gut. Okay. Gut. Wenn wir jetzt hier hochgehen, kommen wir erstmal zu einem Tor. Das ist von der anderen Seite verschlossen. Okay. Ich höre schon wieder komische Dinge. Ich höre komische Dinge. Oh. Habe ich das jetzt eingesammelt? Nee. Ach, da. Ich bin von da gekommen. Okay. Wo gehen wir denn jetzt zuerst hin? Ein bisschen kleiner machen. So. Wo gehen wir jetzt zuerst hin? Wir gehen mal hier lang. Ist hier irgendwas? Irgendwas gibt? Ich möchte nicht, dass mir nachher irgendwas fehlt. Ich möchte. Ah. Ist leider zu. Okay, da ist irgendwas hinter. Ich weiß aber nicht, was. Okay. Kommen wir so nicht ran. F untersuchen. Ja gut, da können wir was einsetzen. Das hatten wir schon. Aha, guckst du hier. Das Teil hat man in der Demo auch gefunden.
Was ist das Ausrufezeichen hier? Da, ja, genau, das ist das Teil. Das ist Tor vor. Okay. Ja. Gehen wir mal hier hin. Ist das jetzt dieser Bereich? Ja. Ja, diese komischen Brunnendinger. Da fehlt was, ja. Ich habe es bis heute nicht entdeckt. Gut. Oh, da geht noch eine Treppe hoch. Da kommen wir zu dem nächsten komischen Tor. Also diese Krypta da, was das ist. Das können wir nicht betreten. Noch irgendwas? Nee. Dann geh mal rein. Weil, ja, okay, da wird mir jetzt auch angezeigt, dass zu ist. Das ist gut. Hallo, jemand da? Speichern! Ah! Ja! Es gibt Schreibmaschinen zum Speichern. Gibt es auch Kisten, wo ich mein Zeug ablagern kann? Oh. Okay, da ist ein so ein komisches Fragment. So. Sollte Unglück über das Dorf hereinbrechen, finde die zwei Relieffragmente. Eines ist in der Kirche, eines bei Luisas Haus. Ja, okay. Gut. Das haben wir so gerade eben gefunden. Ich hab's doch untersucht. Das zählt doch, oder? Ich kann nicht speichern. Ja. Da geht's raus. Warum ist es... Ach so, wird durchsucht. Vielleicht, weil ich es noch nicht verlassen habe. Okay, gut. Egal. Dann gehen wir mal hier raus. Nee, aber es ist trotzdem noch nicht vollständig durchsucht. Angeblich fehlt mir irgendwas. Durchsuchen. Das ist ein sehr interessantes System. Ich meine, wenn man sich damit noch nicht auskennt, für mich ist das hier alles echt total... Also es ist schon klar, wie das... Sieh mal, kann ich das nicht mitnehmen? Habe ich das nicht ausreichend... Da oben steht noch was. Achso, das steht da nochmal auf. Okay. Oh, ja, wir drehen uns mal schnell um. Das kann vielleicht manchmal sehr hilfreicher sein. So, gut. Whatever, ich habe jetzt hier nichts weiter gefunden. Wir verlassen jetzt das Gebäude mal in diese Richtung hier. Ne? Ja. Genau. Dann waren wir da überall und... Gehen jetzt. Ja. Was sagen wir, halten uns hier links, ne? Ja. Ich schon wieder, bitte. Nicht. Oh, eine Mine. Ja. Nicht schon wieder. Ich hab da jetzt wirklich keine Lust drauf. Bleibt einfach, wo ihr seid und lasst mich in Ruhe. Vielleicht sollte ich doch mal auf die Flinte gehen. Damit habe ich jetzt 5 Schuss.
ist nichts weiter. Dann können wir hier rausgehen. Okay. Hier ist nichts mehr. Ach, kommen wir hier zurück? Karte. Die Frage ist, wie kommen wir denn hier? Kommen wir hier rein? Ich versuch mal. Ja, dafür müsste ich in die Richtung. Versuch mal zurückzugehen. Und. Genau. Nee. Ich komme hier. Ah, da ist zu. Ja, okay. Das, ich muss außen rum. Ich muss außen rum. Okay. Gut. Dann gehen wir außen rum. Ist ja kein Ding. Weil. Genau, ich da zu diesem Gebäude will. Ich will jetzt hier den Weg runter. Genau, Richtung Walkürenstatue. Da stehe ich jetzt genau davor. Also das heißt, es ist dieses Haus hier, was ich noch nicht erkundet habe. Hier geht es nicht auf. Komme ich da überhaupt rein? Doch, hier ist eine Tür. Ja! Nein! So ein Mist. Die geht nicht auf. Oh, gut, dass wir nochmal hier waren. Wahnsinn. Gut, dann gucken wir, dass wir hier einmal. Ach, Mist. Du kommst hier nicht durch. Es geht nicht. Oder? Kann man da. Nee. Du kannst hier nicht durch. Es geht nicht. Gut. Achso, Moment, ich kann das eine Teil hier einsetzen. Das habe ich ja gefunden. Moment. Dann ist das schon mal erledigt. Ja. Sehr schön. Mhm. Ich weiß nicht genau. So, oder? Ja. Das ist der Arm und das Schwert. Achso, ich kann es zurückdrehen, ne? Ja. So. Okay. Das haben wir einmal. Dann haben wir das schon mal erledigt. Gut. So, wie war das? Da kommen wir nicht durch. Das heißt, wir mussten hier die Treppe hoch, ne? Ja. Ne, hier. Ach, es ist doch. Die Wege sind. Die Wege des Herrn sind unergründlich. So. Hier. Da knurpst andauernd irgendwas. Was ist denn hier eigentlich? Wenn ich hier hochgehe. Ach, da war dieses andere Tor. Okay. Gut, dann gehen wir jetzt hier durch. Dass wir auf der anderen Seite rauskommen. So. Okay. Dann gehen wir jetzt straightemente zu dem brachliegenden Acker. Oh, ja. Kann ich was herstellen? Pistolenmunition kann ich herstellen. Ich habe es mit dem Herstellen noch nicht ganz verstanden. Aber gut. Ja. Okay. Haben wir gemacht. Das ist gut. Ja, dann quer über den Acker, ne? Irgendwie. Das ist eine Kiste.
das Mehl was bringt. Ach, du kannst mit F direkt zerstören. Das ist cool. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Oh je. Ich würde hier gerne einmal... Ja, hier einmal links... Hier. Da ist noch was. Ja. Genau. Ich habe schon wieder vergessen. Was macht man mit rostigen Teilen? Schießpulver und rostige Teile. Damit macht man Munition. Genau. So. Was? Ja, aber hier ist kein Eingang. Also nichts, wo wir jetzt rein können. Nee. Gut, da müssen wir zurück. Schade aber auch. Okay. Dann, ja. Hier komme ich ja aus irgendeinem Grund noch nicht durch. Also, hier, da war zu. Behaupte ich jetzt mal. Ja, gut. Also überqueren wir jetzt diesen wundervollen, brachliegenden Acker. Und zum Glück tun wir das. Das ist natürlich cool, dass du da jetzt nicht mehr umswitchen musst, um die Kisten zu zerstören. Das ist echt genial gemacht. Hier muss ich's, okay. Gucken, ob das Mehl mich in irgendeiner Form schützt. Wo? Wir gehen gleich zurück. Hast du es? Scheint so. Wir haben sie alle. Okay. Wir haben sie gekillt. Doch, hör auf damit. Das ist Pistolenmunition. Ich will Flintenmunition herstellen. Das lassen wir mal. Ich habe genug im Moment. Das wäre jetzt also Quatsch, da etwas herzustellen. Und es zu verschwenden. Oh. Man sich in diesen Heuballen nicht verstecken kann. Gut. Okay, aber die Werwölfe sind hin. Das ist gut. Jetzt gehen wir da zu dieser Hütte. Hier machen wir schon, ne? Oder? Ja. Sieht so aus. Okay, na dann, hopps über den Zaun. Komm rüber. Rüber mit dir. Wir müssen eh über den Acker. Und, genau. Da. So. Hier ist noch eine Hütte, ja. Ist das doch... Ah ja, doch, da kommen wir rein. Ja. Schließen Sie die Tür. Was? Bitte. Ich habe nur noch drei Finger links. Was machst du hier?
Stehen bleiben. Bitte. Na, ich tue dir nichts. Tun Sie uns nichts. Oh, keine Sorge. Ich tue Ihnen nichts. Bin ich froh, normale Menschen zu treffen. Sind hier noch andere Überlebende? Nein. Sie sind alle bei Luisa. Aber sie antwortet nicht und das Tor ist verschlossen. Okay. Sei still. Er ist keiner von uns. Ja, trotzdem, ich bin ein Mensch. Ich bin kein Werwolf. Nein, ich habe sie alle zermanscht. Da kann keiner mehr sein. Hier sind wir ein leichtes Ziel. Kann er laufen? Nein. Ein Monster hat ihn verletzt. Er hat viel Blut verloren. Wir müssen in Luisas Haus. Psst, leise. Ich finde naja, schon wir Weg. Machen uns auf den Weg. Bleibt hier. Seid leise und bewegt euch nicht, bis ich das Tor öffne. Ach ja, ich könnte natürlich, bei viel Verkehr könnte ich ja die Mine platzieren, ne? So. Gibt's hier noch was jetzt zum Sammeln? Nee. Ich renne jetzt zum Speicher, nicht extra nach vorne. So, den Fehler aus dem ersten Teil werden wir jetzt hier ja wieder gut machen, ne? Jetzt weiß ich ja Bescheid. Also nicht aus dem ersten Teil, sondern aus der Demo. So, das war mir nämlich hier vollkommen unklar. Können wir hier auch rauf? Nee, dieses Schloss da oben. So, hier geht's rüber. Zack. Heiltränke. Da ist ja gar nichts drin. Das ist ja sehr saubere Menschen offensichtlich. Ach, die heilige Ziege, ja. Okay, ja, ich öffne gleich das Tor. Ich will nur vorher gucken, ob ich jetzt hier noch was finde. Sieht aber nicht so aus. Okay. Ich mache euch das Tor auf. Kommt, alles gut. Los, schnell! Wurde aber auch Zeit. Ja, danke, hab gern geschehen. Als wenn die da nicht drüber kommen, wenn ich da drüber komme, ja? Dann kommen die auch drüber. Er ist es nicht gewöhnt, sich helfen zu lassen. Ja. Tut mir leid. Ja. Hier sind wir sicher, oder? Ich weiß sicher nicht, ich bin nicht von hier. Fall. Hey, kannst du mir vielleicht sagen, was hier los ist? All das ergibt keinen Sinn. Mutter Miranda hat uns immer beschützt, aber... Niemand antwortet. Na los. Vater? Helft mir. Ach. Wir müssen ins Haus. Hallo? Jemand da? Warte, lass mich versuchen. Luisa! Mach auf! Ich bin's, Elena! In Luisas Haus finde ich das andere Fragment. Sei still! Die Monster hören dich noch. Julian, beruhige dich. Wer ist das? Ja, ja, ist ja gut. Hau ab. Vater! Wo soll ich denn hin? Um Himmels Willen, lass uns rein! Nein, sie riechen das Blut. Es ist zu gefährlich. Mein Vater stirbt hier draußen. Ist nicht mein Problem. Was ist hier los? Die ich wollen, mach das gleich zu deinem Problem. In unser Haus lassen. Hör schon auf. Die sind unsere Freunde. Na los, rein mit euch. Kommt, hier lang. Du bist nicht aus dem Dorf. Nein. Nein, ich bin Ethan. Julian, mach dich nützlich und geh dich umsehen. Ich sagte, geh. Das ist also Luisa, okay. Tja. Wenn Elena dir vertraut... Dann tue ich es auch. Komm rein, Ethan. Danke. Warte hier. Ich sehe nach den anderen. Okay. Ich esse mir hier alles. Achso. Bilder vom Dorf. Okay. Oh, gut. Hier lang. Moment, gleich. Luisa, Sie haben schon wieder viel gerissen. Wenn das so weitergeht, überleben wir diesen Winter nicht. Ernest haben wir auch noch nicht gefunden. Er ist wie vom Erdboden verschluckt. Hat Mutter Miranda sich schon von uns abgewandt? Okay. Oh, hier kann ich speichern.
Aber ich habe noch nicht sowas wie eine Kiste gefunden. Okay. Wir speichern mal. Cool. Okay. Ja, dann komme ich mal mit. Ob ich irgendwas einstecken kann. Das ist ja kein wirkliches Klauen. Komm rein, die anderen warten. Ja, sieht ja alle sehr motiviert aus. Oh, noch der nächste Meckerer. Anton, bitte. Er hat den beiden geholfen. Wir hätten es auch ohne ihn geschafft. Komm, ja, klar. Setz dich. Sind das alle Überlebenden? Aus dem ganzen... Na, das ist ja gesehen, was da in der Hütte lag. Alle Überlebenden? Niemand hat überlebt. Ein nutzloser Krüppel? Ein dummes, heulendes Weib? Und du? Du schleifst einfach so einen Verwundeten und einen Fremden hier rein? Und glaubst, es wäre sicher? Von wegen sicher! Jeder Einzelne da draußen wurde in Stücke gerissen. Und morgen? Morgen sind wir alle hier tot. Genau wie ihr blöder Ehemann. Stopf dir das Maul, Roxana! Das reicht. Dieses Haus gab meiner Familie generationenlang Schutz. Betrunken oder nicht, ihr seid alle willkommen und sicher hier. Ja, klar. Sagt mir bitte jemand mal, was hier eigentlich los ist. Ja. Wir wissen es nicht. Wir waren eine friedliche, fromme Gemeinde. Und dann kamen plötzlich Monster und griffen uns an. Und sie kamen wieder. Warte, Luisa. Und wo ist eigentlich dein Mann? Ist er... Nein, nein. Er ist draußen. Irgendwo. Er geht Hilfe holen. Ja, ja, das macht er. Er geht Hilfe holen. Beten wir für ihn. Für uns alle. Ja. Okay. Kommt. Ja, beten ist jetzt nicht so meins, aber gut. Ja, ja, ich nehme deine Hand. Es tut mir leid, mir fehlen leider immer noch zwei Finger. O Allmächtige, hör unsere Stimme. Vereint in Demut vor euch. Der Besoffene spricht nicht mit. Aus den unendlichen Tiefen, uns dem Schicksal zu übergeben. Im Angesicht des Mondes in dunkler Nacht erbringen wir unser Opfer in Erwartung des erlösenden Lichts. Im Leben wie im Tod preisen wir euch, Mutter Miranda. Das ist irgendwas, was sie anbeten, wie ein Gott oder keine Ahnung. Komm, gut. Mir, Elena, ja. Ja, wir machen Tee. Tee ist eine gute das Idee. Gebet habe ich schon mal gehört. Von einer alten Frau beim Friedhof. Ach ja. Du meinst die Hexe? Das Weib ist verrückter als ein Irrenhaus. Es steckt auch Weisheit in ihrer Demut. Und ich hoffe, sie gab ihr Schutz, wie sie uns beschützt. Oh Gott, nein, jetzt nicht durchdrehen. Oh. Ja, da war bei mir die Demo zu Ende. Oh je. Nein! Vater! Elena, nein! Lass mich los! Nein, lass mich los! Nein! Wir müssen weg! Lass ihn los! Oh, okay. Elena? Ich sagte aufhören! Na gut. Oh Gott. Es tut mir leid, Vater. Hey, das war nicht mehr dein Vater. Es war das Richtige. Elena, nicht! Du kannst nichts tun! Vater! Das ganze Gebäude bricht zusammen! Okay. Gut. Du hättest nichts tun können. Er war bereits tot.
Lass mich in Frieden. Nein, ich bring uns hier raus. Uns beide. Okay, wir müssen hier raus. Ja, ich weiß das. Wir schauen uns mal schnell um. Gibt's hier irgendwas? Gut, wir könnten den Wagen vielleicht nehmen. Das sieht nicht so gut aus. Ist hier irgendwas? Nee. Hier ist gar nichts. Hier ist einfach nur nichts. Hier, mach auf, Einfach nur nichts. Was ist das? Okay, okay, die sind eh alle tot. Da ist noch ein Zettel. Falls nötig, nimm dir den Schraubenzieher aus dem Schlüsselanhänger. Den aus dem Schlüsselanhänger. Okay. Ah, gut, dass ich mich hier umgucke. Die Frage ist jetzt, welcher Schlüsselanhänger? Ah! Okay, ja, das ist schön. Ich kann, Ja. Danke. Kann ich jetzt damit Schubladen öffnen, die vielleicht vorher nicht zu öffnen waren? Nee. Oh. Okay, ja. Mist. Das Feuer breitet sich aus. Okay. Was hast du vor? Geh rüber. Hiermit kommen wir raus. Da haben wir auch schon Übung. Okay. Ethan? Alles in Ordnung? Mir geht's gut. Ich versuch's nochmal. Das Feuer. Wir haben keine Zeit. Oh, Scheiße. Dann eben nach oben. Okay. Komm hoch. Schnell. Okay. Schnell weiter. Durchhalten. Und atme nicht den Rauch ein. Ich weiß. Aber danke. Nett von dir. Hoffentlich geht's deiner Familie gut. Ja, hoffentlich. Wenn wir herauskommen, stelle ich euch vor. Oh nein, 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 nein. Komm, es hält. Ja, gerade so. Ich meine, beim Feuer aufs Dach ist natürlich immer ein bisschen das Fenster. Okay. Da, so kommen wir hier raus. Ein Glück. Gut. Aber was dann? Ja, schauen wir mal. Im Dorf sind immer noch diese Monster. Wir haben keine Chance. Es sind zu viele. Hey, hey, sag doch sowas nicht. Wir finden ein Versteck. Wenn du wüsstest, was ich schon mal durchgemacht habe. Ich glaube, sie könnte in dem Schloss sein. Nein, dort gibt es nichts außer Blut und Tod. Und ich wäre ganz allein, bist du... Vater? Nein, es ist nicht Vater. Oh. Elena, nicht. Das ist nicht mehr dein Vater. Elena. Oh. Er hat mich erkannt. Nein, Vater. Du bringst dich noch um. Nicht bewegen. Los, nimm meine Hand. Jetzt mach doch.
Ethan! Rette deine Tochter! Elena, du schaffst das! Nimm meine Hand! Scheiße! Nein! Okay. Wieso müssen alle sterben? Ja. Das ist einfach nicht fair. Ja, vor allem auch schlimm. Ich meine, man kann, ist ja vielleicht erstmal immer froh, dass man selber überlebt. Ne? Aber ich glaube, du hast selber irgendwann auch keinen Bock mehr zu leben. Wenn du immer und immer wieder die Menschen um dich herum wirklich einfach nur... Ich versteh's nicht. Einfach nur sterben siehst. Irgendwann reicht's da mal, ne? Also, man hat dann mal die Schnauze wahrscheinlich gestrichen voll. Was für ein Chaos. Geht jetzt alles wieder von vorne los. Aua. Fuck. Okay. Es nutzt mir aber nichts. Ich muss in ihrem Haus immer noch dieses andere Teil finden. Das ist wichtig. Das brauchen wir noch. Hier war ein F. Wofür? Ach, schließen. Okay. Ja, ich brauche dieses Teil aus ihrem Haus. Wie auch immer. Ah. Ja. Ach, guck mal an. Mhm. Ah. Okay. Jetzt habe ich echt Schiss bekommen, dass ich das vielleicht echt noch übersehen habe. Gut. Oh. Da schießt jemand. Hallo? Nicht! Mutter Miranda! Hey! Das ist Mutter Miranda? Wer war? Was war das? Okay. Ja. Gut. Wir gehen jetzt mal über den Acker und halten uns dann links. Weil... Ja, da ging es nicht weiter. Okay. Also auch hier diese Gebäude, wir ja noch gar nicht durchsucht haben. Komm ich da hoch? Nee. Ich höre die Hexe. Der Tod, ja. Der Tod findet sie alle. Okay, möchtest du noch mehr sagen oder nicht? Okay. Ach, das ist dieses Speichergerät. Jetzt weiß ich auch, was das sein soll. Okay. Gehst du weg oder? Nee, du bleibst hier. Okay. Ich würde jetzt mal sagen, bevor es jetzt hier weitergeht, werde ich jetzt hier speichern und dann dieses Dämonensymbol. Neuen Speicherstand, so. Dieses Dämonensymbol in der nächsten Folge einsetzen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich bin so nervös und so gespannt auf dieses Spiel. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Schön, dass ihr hier seid.